Künstliche Evolution als Klimaanpassung, eine mögliche Rolle von Glyphosat im Insektensterben und Lichtsignale hören. Herzlich willkommen zu Meldungen aus der Forschung, dem Begleitkanal zu unserem Podcast Expedition in die Forschung. Ich bin Dennis Eckmeier, bei mir ist mein Co-Moderator Bart Görten. Hallo. Wir haben zusammen Bio in Köln studiert und sind dann für die Doktorarbeiten nach Bielefeld gewechselt. Crazy. Inzwischen sind unsere Urkunden 10 Jahre alt. Ich war erst Postdoc, bin jetzt seit 2019 freier Wissenschaftskommunikator und der Bart der Forscher an der Uni Göttingen. Wenn ihr Lust auf regelmäßige Updates aus der Forschung habt, dann abonniert schon einmal den Kanal und drückt die Glocke. Wann können Sie uns eigentlich den Doktortitel nicht mehr wegnehmen? Also ab wann tangieren die unsere Doktorarbeiten, so wie bei der Merkel? Ja. Ich wusste gar nicht, die haben die Doktorarbeit von der Merkel verloren? Die ist irgendwie nicht aufzufinden. Echt? Ja. Nun zu den Meldungen. Die helfen uns, das Feature-Thema für den Podcast auszuwählen. Zum Thema Viren für den Kampf gegen Bakterien hat Dennis erst ein Kurzvideo in die sozialen Netzwerke gepostet und geschaut, wie es sich so macht. Als eines der 3 erfolgreichsten Themen dort haben wir es dann für Meldungen aus der Forschung ausgewählt und noch einmal darüber gesprochen. Wieder gab es positive Reaktionen, weshalb Dennis dann die Forschenden kontaktiert hat. Zum Glück hatten die Lust und wir haben ein tolles Interview gemacht. Darauf basiert die Feature-Folge. Es lohnt sich also, auf Social Media mit uns zu interagieren. Wenn ihr das Feature anhören wollt, dann geht rüber auf den YouTube-Kanal von Expedition in die Forschung, schaut auf expeditioninforschung.de vorbei oder auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts etc. etc. Und wenn ihr den Podcast auf eurer Podcast-App nicht findet, kopiert den RSS-Feed aus der Videobeschreibung, damit ihr den Podcast bei eurem Podcatcher anmelden könnt. Künstliche Evolution für die Anpassung an das neue Klima. Machen wir so weiter wie bisher, könnte die globale Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts 4 bis 8 Grad erreichen. Und beendet ist die Erwärmung dann auch noch nicht. Unvorstellbar. Zum Vergleich: In der letzten Kaltzeit vor 12.000 Jahren, als Deutschland von kilometerdicken Gletschern bedeckt war, war die durchschnittliche Oberflächentemperatur nur 4 Grad kälter als heute. Diese Erwärmung verlief aber auch viel langsamer. Eine so schnelle Erhitzung bedeutet auch, dass sich die Verteilung von Wetterlagen, also wann, wo es wie viel Niederschläge gibt oder eben auch nicht, schneller verändern, als die Natur sich anpassen kann. Alles in allem keine guten Aussichten für die Natur, aber vor allem auch nicht für uns. Denn unsere Nutzpflanzen sind daran angepasst, dass zu bestimmten Jahreszeiten bestimmte Wetterverhältnisse vorherrschen. Kommt der Regen zu spät oder zu früh oder bekommen Pflanzen zum falschen Zeitpunkt zu viel Licht, bringt das deren Lebenszyklus und ihr Wachstum durcheinander, es drohen Ernteausfälle. Konventionelle Züchtungsmethoden brauchen Jahrzehnte, um neue Sorten zu erzeugen, die unter den neuen Bedingungen ausreichend Erträge hervorbringen können. Deshalb wird zurzeit wieder vermehrt diskutiert, die Zulassungsauflagen für genetisch veränderte Nutzpflanzen in der EU zu lockern. Denn dann könnten Züchter in wenigen Jahren gezielt Nutzpflanzen so verändern, dass sie schlechten Wetterverhältnissen gegenüber resistent sind. Wie könnte das aussehen? Biologinnen der Ludwig-Maximilian-Universität in München leisteten hier wertvolle Vorarbeit. Um Gene zu finden, die Pflanzen gegenüber zu hoher Lichteinstrahlung resistenter machen, unterzogen sie Blaualgen einer künstlichen Evolution. Blaualgen vermehren sich in viel kürzeren Zyklen als Pflanzen. Außerdem benutzen sie den gleichen Photosyntheseapparat wie unsere Pflanzen. Die seit Jahrzehnten im Labor gehaltenen Blaualgen haben sich an die geringen Lichtverhältnisse dort angepasst. Hohe Lichtintensitäten können die Pigmente, also die Farbstoffe, die sie zur Photosynthese nutzen, schädigen, weshalb die Blaualgen unter zu hoher Lichtintensität leiden. Die Forscher setzen nun einen Teil ihrer Blaualgen immer höheren Lichtintensitäten aus, während sie gleichzeitig die Mutationsrate ihrer Gene erhöhten. So entstanden immer wieder Mutanten, die unter den neuen Lichtbedingungen besser wuchsen als die anderen Blaualgen. Die Mutanten und ihre Nachkommen konnten sich so durchsetzen. Im Prinzip ist das Evolution, die mit künstlichen Mitteln beschleunigt wird. Mit genetischen Analysen fanden die ForscherInnen nun 100 veränderte Gene. Deren Veränderungen waren erstaunlich gering und wirkten sich vornehmlich auf die Struktur der kodierten Eiweiße aus. Dann brachten die ForscherInnen 2 dieser Mutationen in die ursprünglichen Blaualgen ein. Beide dieser Veränderungen erzeugten eine
erhöhte Lichtresistenz, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Da Pflanzen die gleichen Gene haben, könnte man auch hier die gefundenen Genvarianten mit Gene Editing in die Nutzpflanzen übertragen. Das könnte die Entwicklungszeit um Jahrzehnte verkürzen. Allerdings werden in Europa der Zulassung so veränderter Nutzpflanzen so viele Hürden in den Weg gestellt, dass der Zeitvorteil zunichte gemacht wird und es sich auch wirtschaftlich nicht lohnt. Künstliche Evolution ist übrigens auch in der Feature-Episode auf unserem Podcast ein zentrales Element. Die haben auch so eine Art künstliche Evolution gemacht. Das ist eine coole Art, was Sachen zu züchten. Und das ist scheinbar ja auch momentan die hippe Strategie in allen möglichen mathematischen Optimierungsmethoden. Also von AI-Building, was ja auch im Endeffekt künstliche Evolution ist, indem du die Gewichte über verschiedene Optimierungsstrategien fährst, bis hin zu ganz vielen anderen Optimierungsverfahren. Ja, man zwingt das System praktisch, sich anzupassen an neue Verhältnisse. Ja. Was immer dabei eine schwierige Sache ist, ist die Ausgangssituation und den Druck, den man aufbaut. Weil die beiden entscheidenden Faktoren dafür sind, wie die Evolution überhaupt stattfindet. Also das ist nur erfolgsversprechend, wenn man ein gutes Grundlagensystem hat, also kein zu hoch spezialisiertes vorheriges System verwendet, also in Form der Pflanze, eine möglichst allgemeine Pflanze und nicht eine ganz hoch spezialisierte. Und wenn man den Druck geschickt so wählt, dass er tatsächlich, dass das System darauf optimiert und nicht auf irgendwelche Seiteneffekte, um das Problem zu umgehen. Es geht weiter mit Landwirtschaft im Prinzip. Ja. Yeah. Oft wird das Thema genmodifizierte Nutzpflanzen mit dem Thema Glyphosat in einen Topf geworfen. Das liegt daran, dass die umstrittene Firma Monsanto Nutzpflanzen hergestellt hat, die gegen Glyphosat resistent sind. Zu der Zeit hatte Monsanto die alleinigen Patentrechte an Glyphosat. Diese Geschäftsstrategie und auch die patentrechtlichen Ansprüche der Firma an ihrem Saatgut werden von vielen als problematisch gesehen. Diese Themen haben mit der Züchtungsmethode eigentlich nicht viel zu tun. Trotzdem wird Monsanto benutzt, um Biotechnologie in der Landwirtschaft zu kritisieren. Das Pflanzengift, oder auch Herbizid genannt, Glyphosat, soll verhindern, dass auf dem Feld Wildpflanzen wachsen, die den Feldfrüchten Platz und Nährstoffe wegnehmen. Es unterbricht dazu einen Stoffwechselprozess, der in Pflanzen vorkommt, aber nicht in Tieren. Dabei ist es sehr effizient und tötet praktisch alle Pflanzenarten. Wenn also die Pflanzen, die auf dem Feld angebaut werden, bereits resistent gegen Glyphosat sind, kann man es auch dann noch anwenden, wenn die Nutzpflanzen schon dort wachsen. Aber auch auf Feldern ohne genmodifizierte und glyphosatresistente Pflanzen wird das Herbizid verwendet, nämlich vor der Aussaat. Seit langem wird Glyphosat von Umweltschützern für alle möglichen Probleme verantwortlich gemacht. Unter anderem wird vermutet, dass Glyphosat zum Insektensterben beiträgt. Aber wenn Glyphosat einen Stoffwechselprozess unterbricht, den Insekten gar nicht haben, wie kann es dann Insekten schaden? Ein Team der Universität Mainz, des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie in Jena und des National Institute of Advanced Industrial Science and Technology in Japan hat einen Beitrag zur Beantwortung dieser Frage geleistet. Sie weisen darauf hin, dass Tiere nicht alleine leben, sondern in Symbiose mit einer großen Bandbreite an Mikroorganismen, zum Beispiel in deren Darm, wo sie bei der Verdauung helfen. Oft verlassen sich die Tiere auch auf die Fähigkeiten ihrer Bakterien, bestimmte Stoffe herzustellen. Dadurch sind die Bakterien sehr wichtig für die Gesundheit ihrer Wirte geworden. In früheren Arbeiten hatten die ForscherInnen ein Bakterium identifiziert, das in Getreideblattkäfern lebt. Das ist ein weltweit verbreiteter Getreideschädling. Sie töteten das Bakterium im Käfer mit Antibiotika ab. Das tötete zwar den Getreideblattkäfer nicht, doch ihr Außenskelett entwickelte sich deutlich heller und dünner als normalerweise. Dadurch werden sie in der Natur der Gefahr des Austrocknens und Fressfeinden gegenüber weniger gut geschützt. Als sie den Käfer auf Futter aufzogen, das unterschiedliche Mengen Glyphosat enthielt, fanden sie ganz ähnliche Auswirkungen. Weiterhin fanden sie heraus, dass der Käfer sich in seiner Entwicklung auf das Bakterium verlässt. Es stellt wichtige Vorläuferstoffe für die Entwicklung der schützenden Außenhaut zur Verfügung und zwar mittels des gleichen Stoffwechselprozesses, der auch durch Glyphosat gestört wird, den sogenannten Shikimate-Weg. Dies sei ein weiteres Beispiel dafür, wie Glyphosat Insekten schädigt, die mit Bakterien zusammenleben, die den Shikimate-Stoffwechselweg besitzen. Im Fazit ihres Fachartikels mahnten sie ausdrücklich dazu, bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln auf die
unbeabsichtigten Nebenwirkungen zu achten, die durch das komplexe Zusammenspiel verschiedener Lebewesen auftreten können. Und im Besonderen natürlich zwischen Insekten und Bakterien in diesem Fall. Also gibt es auch gute Bakterien? Jede Menge. Aber also die Frage, die trotzdem am Ende immer bleibt für mich in dieser Glyphosat-Diskussion ist, was machen wir mit den Landwirten? Die müssen ja in einem sehr umkämpften Markt ein sehr effizientes Produkt erzeugen. Und Glyphosat ist wahrscheinlich die günstigste und effektivste Methode dahin. Trotz allem ist das ein Riesenproblem für uns und auch für die Landwirte letztendlich. Wenn Insekten sterben, gibt es keine Bestäubung und auch keine Feldfrüchte mehr. Genau, also das ist ja wieder so eine Sache mit diesem Glyphosat. Es ist eigentlich das gleiche Problem wie mit Antibiotika auch. Die setzen jetzt überall Glyphosat ein und die Viecher werden, also die Pflanzen werden dann auch irgendwann resistent. Worauf ich hinaus will, ist, dass sie auch bei den Herbiziden und Fungiziden und diesen ganzen anderen Pflanzenschutzmitteln die ganze Zeit gegen die Evolution arbeiten müssen und ständig mit neuen Sachen kommen müssen. Es gibt also nicht nur Glyphosat, es gibt auch jede Menge andere Herbizide. Und es war wohl früher auch so, dass die statt einem breit wirksamen Herbizid, wie eben diesem Glyphosat, viele unterschiedliche Herbizide benutzt haben, die aber nur einzelne Pflanzen angegriffen haben. Dafür wurde dann viel mehr in Tonnen, viel mehr von dem Zeug aufs Feld gebracht. Aber das scheint den Insekten weniger geschadet zu haben als das Glyphosat jetzt. Das ist alles so ein Hin und Her. Aber dass man was gegen das Insektensterben machen muss, ist, glaube ich, eindeutig. Und nun zu etwas völlig anderem, wie Gehörlose Licht hören könnten. Die Cochlea. Auf Deutsch Hörschnecke ist eine hohle Knochenspirale im Innenohr. Darin befindet sich eine Flüssigkeit, die durch Schall in Bewegung gebracht wird. Diese Bewegung überträgt sich auf Sinneshärchen, die dann elektrische Signale in unserem Hörnerv erzeugen. So hören wir. Die Cochlea ist dabei so gebaut, dass hohe Töne gleich am Eingang zur Cochlea registriert werden. Je tiefer die Töne sind, desto weiter hinten in der Cochlea werden sie registriert. Gehörlosen, deren Hörnerv noch gut funktioniert, kann man mit einem Cochlea-Implantat das Leben erleichtern. Dazu werden Elektroden in die Cochlea geschoben, die dann den Hörnerv direkt stimulieren. Entsprechend der Tonhöhenverteilung sitzen Elektroden für tiefe Töne weiter hinten, die für hohe Töne weiter vorne. Das Problem mit diesen Implantaten ist jedoch, dass die elektrischen Signale sich von der Elektrode aus recht weitgehend verbreiten können und damit auch benachbarte Frequenzen immer dann mit aktivieren. Das erschwert es natürlich, ähnliche Frequenzen auseinanderzuhalten. Und damit bleibt es zum Beispiel sehr schwierig bis unmöglich, Stimmen von Hintergrundgeräuschen zu unterscheiden. Deshalb entwickelt das Team um Tobias Moser von der Uni Göttingen und dem Deutschen Primatenzentrum mit Hilfe ihrer Kooperationspartner ein Implantat, das die verschiedenen Tonhöhen mit besserer Trennschärfe auf den Hörnerv übertragen kann. Dazu wollen sie den Hörnerv mit Licht stimulieren, statt mit Elektrizität. Licht breitet sich nämlich gerichteter aus. Um das zu zeigen, wollen sie zunächst ein Implantat für Weißbüschelaffen konstruieren. Dazu haben sie mit aufwendigen bildgebenden Methoden die Beschaffenheit der Cochlea vermessen und mit diesen Daten eine Computersimulation erstellt. Das war besonders schwierig, weil die Cochlea so eine komplizierte Struktur ist und auch relativ tief im Schädel sitzt. Die Simulation bestätigt, dass ein Cochlea-Implantat mit Licht tatsächlich Schallfrequenzen trennschärfer übertragen könnte. Mit Hilfe der anatomischen Daten haben die Forschenden auch schon einen Prototypen für Weißbüschelaffen entwickelt und die Implantation an Präparaten der Hörschnecke ihrer Versuchstiere ausprobiert. Ich hatte in meinem Kurzvideo den Eindruck erweckt, dass ein solches Implantat schon am lebenden Weißbüschelaffen getestet worden wäre. Ganz so weit waren die Forscher aber noch nicht. Aber selbst wenn ein Prototyp an Affen erfolgreich getestet wird, bleibt ein Problem. Damit man den Hörnerv mit Licht stimulieren kann, muss man ihn gentechnisch verändern. Man muss also nicht nur ein neues Implantat entwickeln, sondern auch eine Gentherapie dazu. Ja, ist ja eine coole Idee, ne? Ich habe mal vor Jahrzehnten, da war ich selber noch Student, einen Vortrag gehört, wo ich mal eine Rekonstruktion von einem alten Cochlea-Implantat gehört habe. Und ich war erstaunt, wie wenig Information zu dem Zeitpunkt noch übertragen worden ist.
Und zumindest die Daten und Simulationen, die man heute aus dem Musa Lab sieht, zeigen ein viel, viel besseres Klangerlebnis für die Leute. Die einzige Sache, die mich halt so ein bisschen zweifeln lässt, dass es vielleicht auch gut angenommen wird, ist halt die Gentherapie. Aber das ist ja keine Maßnahme, die eingeleitet wird von anderen Menschen gegen deinen Willen. Okay, jetzt seid ihr dran. Welche der Meldungen sollen wir für unseren Podcast Expedition in der Forschung näher betrachten? Künstliche Evolution als Klimaanpassung? Eine mögliche Rolle von Glyphosat im Insektensterben? Oder Lichtsignale hören? Schreibt uns die Antwort in die Kommentare oder in den sozialen Netzwerken oder per E-Mail. Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Tschö. Ciao.